Was? Ja, was ist passiert? Also, Leute, was ist passiert hat, ja? Und zwar, kennt ihr Ferdinand Porsche? Und er hat angeblich Bruder, Schwester. Und er hat auf jeden Fall Enkel. Enkel ist es, gell? Ist Enkel. Egal. Urenkel. Von seiner Verwandtschaft ist auch Tuning Boy. Und er hat uns alle eingeladen. Von Europa, Top Autos. Mit. Also der hat eigentlich, komm, der hat eigentlich Adrian eingeladen, aber wir dürften auch kommen. Und Adrian hat uns angerufen, dass wir ein bisschen Tuning-Mining zeigen. Guck mal da oben. Und ich bin auch dabei. Was das Problem ist? Nächste Problem ist, ohne Fehl geht bei uns ja nicht. Eins, erster Fehl, Arthur hat Hexenschuss bekommen und kann sich nicht bewegen. Deswegen ist er nicht dabei. Zweiter Fehl, das Auto funktioniert alles tadellos. Kofferraum geht nicht mehr. Wir haben alles hier, alles schon versucht, gell? Du hast auch Robin Gas gegeben. Und Robin ist für diese Porsche goldene Goldfisch. Und normalerweise geht bei dem alles auf. Aber diesmal. Warte. Robin, geht sie mal? Hier geht ja. Da geht's auf. Also, Jungs, wir fahren jetzt Richtung Makai. Heißt es Makai oder Bro? Mankai. Mankai. Sorry. Okay, ihr wisst Bescheid, dann habe ich vorbereitet. Also, wir sind in Österreich mit Ultra Race Crew. Also der Adrian von Ultra Race, der hat Leute eingeladen, ich weiß jetzt nicht wen, Alter. Der hat viele eingeladen auf jeden Fall. Und ich war derjenige dabei, ich bin richtig stolz drauf. Und seine Scheiße ist auch Schubabschaltung. Ich denke, bei mir ist irgendwas locker, Alter. Und auf jeden Fall. Wir fahren jetzt alle, guck mal, ich filme mal die Kolonne. Egal, ob was du denkst später, gell? Fette Kolonne. Ja. Und bei uns passiert wie immer Fehl. Mein Kofferraum geht auf einmal nicht auf. Der ging gestern noch, ich habe Nummernschilder reingelegt, weil ich habe ja russische Nummernschilder noch, das Auto ist noch. Und deswegen habe ich gedacht, okay, bevor es da jetzt Neider gibt oder irgendjemand, der uns nicht mag, weil uns nicht alle mögen, habe ich gedacht, okay, ich tue Nummernschild weg, bevor was passiert. Kofferraum geht einfach nicht auf. Wir haben alles versucht, Jungs. Alles, ich schwör's euch. Alle haben versucht. Hier sind halt Polen und Russen und Türken und Albaner und was muss aufgehen? Und es ging nicht auf. Und jetzt haben wir entschieden, wir fahren ohne Nummernschild zwischendrin. Und also, wir haben kein Nummernschild, kein Führerschein und wir haben neuen, aber wir haben neuen Filter allerdings auf Kamera. Ja, komm. Weil, wie heißt dieser Filter? ND, oder? Dann. ND plus Polfilter, alles. Oh, alles in einem? Ja, Mann. Du bist richtig krass, Alter. Das ist geil, ja. Ah, ja. Und jetzt fahren wir rüber. Ich fahre das erste Mal so weit mit dieser Karre. Wo sind wir? Wir sind Zell am See. Wir sind Zell am See. Alter. Wir müssen Kolonne fahren. Ich fahre jetzt mit irgendwelchen X3 und X7 und was weiß ich, Alter. Und mit T5 mit. Alter. Ich finde den wenigstens Tuner, ja. Okay, alles okay. Klar. Connected all over the motherfucking world, nigga. Recognize this, keep that. Now in my younger days, I used to sport a rag. Backpack full of cans, plus a 4-4 mag. G'd up from the feet up. Blued up from the sewer, parkour up. Loking, smoking and drinking till we threw up. Till we threw up. At Leimert Park, tagging him fools up. Ditching my class just to fuck your school up. You don't wanna blast, nigga, tuck your tool up. But don't sleep, young niggas quick to shoot you. Now there's another motherfucker with no future. But time by much move. Hallo, hi. Auf diesem Walker Kennzeichen. Kennzeichen. Das Problem ist, weil. Ich brauche nur die Nummer von. Ach so, Kennzeichen GPKO6. Oder Moment, ich sag, ich hab hier, Moment kurz. Ich sag ihn gleich. Ich hab hier, Moment. Moment gleich. Machen Sie GPKO6, das passt. Ja. Aufpassen und fahren, es ist Almabtrieb oben. Was ist oben? Almabtrieb. Die Kühe kommen alle die Straße runter. Ah, das ist schön. Das ist schön. Danke. Ciao. Das ist schön. Smoke on we drank and pack heat. Requirements for survival each day. We don't stop. We still mashing our pursuit from the collar. Analyze why we act this way.
It's a West Coast Jack move. They call me here. Also, komm, wir erzählen was, ey, weil das ist einsmal, ey, Jungs, wir, keine Ahnung, wir genießen gerade diese Gegend hier und wir fahren irgendwelche Berge hoch, ich habe keine Ahnung, ich fahre einfach den Jungs hinterher und guck mal da rüber, was ist das, Alter? Paul Walker, Paul Walker persönlich, Paschka Walker. Matt O'Connor. Matt O'Connor, persönlich. Sag was zur Bewegung, Alter, was, erzähl mal was. Ja, keiner hat eigentlich eine Ahnung, was hier abgeht. Alle, nur Ferdi hat geladen und jetzt gucken wir mal. Und wir fahren hoch, Berg, irgendwo. Ja, und wir beten, dass bei allen die Kupplungen halten und alles. Geh. Okay. Also machst du Racing oder was? Nee, aber bei manchen, habe ich schon gehört, klatscht ein bisschen fett. Wegen GTR, gell? Ha? Wegen Street Drift, nee, Street Racing. Weil Kevin hat in Wroclaw schon ein bisschen gefickt. Oh, was muss ich da warten? Das hält 100 Jahre, Bro. Deine Kupplung hält 100. Ja, Kevin, was, sag mal, was du diese Bewegung. Bruder, ich stehe. Aber der hat geredet. Der, das so, ist jetzt Kevin, von vorne. Ja. Das ist, ich bin der mit der Kupplung, mit der kaputten Kupplung. Der ganze, ja. Ey, aber ich sag dir ganz ehrlich, im dritten Gang im Berg. Soll ich dich beruhigen? Ja. Alle Evos stinken. Ja, das ist ja. Normal. Gell? Normal, ja. Immer bist du Getriebeöl, Alter. Sag was zur Bewegung. Bewegung ist brutal, Alter. Fühlst du dich? Ich fühle mich komplett. Okay. Ich fühle uns komplett. Ich fühle meine Blase. Ich habe schon davor gemacht. Ja, aber ich gehe jetzt vielleicht. Ich fühle das, dass bei dir alles eingetragen ist, dass du deinen Führerschein dabei hast und dass deine Kennzeichen am Auto sind, Alter. Das fühle ich komplett. Das ist das Beste, Alter. Ich weiß dir, Alter. Weißt, ich sag so, hey, guck mal, der hat rote Kennzeichen. Darf man mit rote Kennzeichen? Ja. Darf man oder nur? Aber guck mal, er hat auch in Japan zugelassen. Ah, guck. Der japanische Zulassung geht auch, Alter. Okay. Linsenfaktor. Sag was, Vincent. Irgendwas. Interview jetzt. Interview. Was machen wir? Wo bist du? Hast du alles eingetragen? Hast du alles eingetragen, bei oder? Bei mir ist alles eingetragen. Kennzeichen ist dran. Ja. Führerschein ist dabei. Okay. Ding, du hast Ding, Brigoschen, gell? Papiere, ja. Sag lauter, dass Sandra hört. Sag. Nein, doch nicht. Noch nicht? Nein, aber gefährlich, weißt du? Warum? Ja. Ich kenne eine Frau, die hat gesagt, die fährt überall hin mit Statik, aber diesmal ist sie nicht gekommen. Ja. Die hat Angst gehabt. Ja gut, aber hier bringt auch nichts. Okay. Willst du auch Interview sagen? Sammel, bei wem hast du Auto gekauft? Du hast alles eingetragen, glaube ich, gell? Bei dir ist alles eingetragen? Ja. Bei wem hast du Auto gekauft? Sag, bei Roberto. Roberto, bist du mit dem cool, oder? Du kannst auch Scheiße bei mir auf dem Kanal labern. No, Bruder, bei mir ist Romeo, Giulia. Bruder, alle haben Angst vor uns, deswegen. Wir können über alles Scheiße. Einfach mit Bruder, bei meinem Kanal darfst du dir alles erlauben. Weißt du warum? Wir haben Arthur und so, der fickt alle. Alle haben Angst vor dem. Alter. Darf man auch fluchen? Vermisst die Arthur? Hurensohn. Ja. Hey, vermisst die Arthur? Ich vermisse ihn schon, ja. Jetzt habe ich Angst, auch. Wenn was kaputt geht, keiner kann reparieren. Bei mir zum Beispiel. Ja, guck mal, ich liege repariert. Arthur hätte gemacht. Alle, 100%. Er hätte sogar Kofferraum aufgeflext, ohne dass man was gesehen hätte. Ich weiß, und wieder zugeschweißt und lackiert. Ja. Und lackiert hier, Alter. Ja. Und Rostschutz hätte auch gemacht. Alles. Für sie gilt auch, Alter. Aber alte Mann geworden jetzt, weißt du, schau. Hexenschuss, Max, alles. Alle, ja. Scheiße, Alter. Der arme, Alter. Ja, ohne Witz, armer Junge. Dabei, okay, ja, wir reden später. Foto. Komm rein, Bro. Film mal die Scheiße. Mach mal Kapon von Scheiße. Der ist auf ganze Straße breit, gell? Guck mal, wie breit der ist. Ja. Die Räder, im Gegensatz zu Evo, guck mal das an. Geisteskrank. Alter, der ist doppelt so breit. Tschüss, wenn du da runterfliegst, Bruder. Alter. Guck mal das an, Alter. Was ist das, Alter? Ich glaube, das ist hier alle mit Fahrrad herzukommen. Vielleicht wie es schwitzen, sondern mit Auto hochzufahren. Mit Fahrrad bist du nicht kaputt, Alter. Meine die Autos haben Probleme hier hochzukommen. Die fahren mit Fahrrad, ohne Elektro, aber weißt du? Essen, Döner hat auch dabei hinten, Alter. Frag den mal. Alles okay? Der Reder, der hat keine Zeit, Bro, muss radeln am Anfang. Was soll ich dir helfen, Bro? Alles okay. Alles okay. Also wir sind Leute angekommen. Aber wie es aussieht, sind wir angekommen.
Sogar hier oben haben die Blitzer hingemacht, Alter. Richtige Business, Alter, hier. Sogar hier oben, Alter. Also so sieht's hier aus. Wir stellen jetzt die Karren hin. Ah, wir stellen Karren ab und dann filmen, probieren wir euch was zu filmen von unserer Perspektive. Als Bauer, Alter, überlegt mal. Baurablich wurden hier eingeladen. Was soll man eigentlich erzählen, Alter? Weil solche krasse Sachen haben wir noch nie gemacht. Ich sag dir ganz ehrlich, Alter, als Hauptschüler, Bruder, von Hauptschule bis zu Porsche, sein Enkel, Alter. Ich bin jetzt mein Bruder, Alter. Ich chill jetzt mit Porsche, sein Enkel hier. Wir sind hier jetzt angekommen oben. Und zwar fette Location. Die Fahrt hierher, gell? Ich fahr nicht mehr normal, Alter. Da darfst du keinen Sekundenschlaf kurz haben, Alter. Und wir sind hier angekommen. Ich habe mir gedacht, ich gehe ein bisschen weg und guck mir das einfach an. Das ist Mankai heißt es, gell, das hier. Das ist so Kaffee, du kannst hier Kaffee. Ja, viele wissen, was das ist. Es wurde doch schon genug darüber geredet. Hier kannst du Kaffee trinken und Dings essen, Olivier. Olivier, geil, Alter. Wer jetzt Olivier, blöd. Hätten wir Schaschlik mitgebracht, Bruder. Da oben, der Schaschlik. Und Angel könnte man auch mitbringen, wegen See. Aber auf jeden Fall stabiles Haus mit stabiler Aussicht. Was sagt ihr dazu, Alter? Ha? Was sagt ihr zu dieser Aussicht, Alter? Ich krank, gell? Weißt du, bei uns, wir wohnen schon geil im Gebiet, Alter. So. Guck mal, wir fahren 2-3 Stunden weg. Guck mal, was für Aussichten. Wir haben Berge. Wir fahren ein paar Stunden, wir sind in Kroatien. Wir wohnen schon im geilen Gebiet. Und dass wir hier so rumhängen können, Alter. Schon fett, Alter. Gell, das müssen wir genießen, Alter. Komm, Asche. Wo hast du her, ey? Oha. Wartet, später. Jetzt ist wichtiger, Alter. Ja, warum? Wie bist du hierher gekommen? Auf Achse. Ah? Auf Achse. Halt ja, dann fahr doch, Alter. Scheißegal. Ja, wenn du schon so weißt, so, wenn du schon so einen auf Rambo tust, dann mach doch, Alter. Egal, lass für Content machen. Lass, komm, beschlagnahmen, gell? Also, wir überlegen jetzt, ob wir Autos beschlagnahmen lassen oder nicht. Was sagst du von Content Creator? Jetzt mal von vorne. Wir sind jetzt gerade runtergefahren. Wir waren gerade oben bei Fahrt. Fahrt und Ferdi Porsche, Enkel von Porsche. Ah, oh, das ist Enkel von Porsche, oder? Na, Sohn. Okay, egal. Also wir waren da oben beim Fahrt. Cooler Typ, alles cool. Mit Ultra Race Adrian, guck mal, ob der aufnimmt. Ich nimm auf. Ja, wirklich brutal gewesen, brutal. Die Aussicht dort, alles ist Bombe gewesen. Guckt einfach, ihr seht, habt ihr, wir machen danach nach Capon, gell? Nee, ja. nee, es kommt davor. Und es kommt davor, okay. Ja. Wir müssen zweimal labern, einmal so, einmal dann ganz entscheiden. Ja. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt runtergefahren, wir waren da oben, sind noch ein paar Runden gedreht auf diesem, wie heißt dieser Berg nochmal? Großglöckner. Berg, Karoche. Und dann sind wir da, Glöckner ist ein Berg, da sind wir gefahren. Und dann hin und her. Es war korrekt, es war geil, Alter. Geile Aussicht, alles wirklich. Da, keiner hat was aufgenommen, wir haben nur so geguckt und das ist geil, geil und so, weißt du, Berg und so, weil wir haben sowas nicht bei uns. Auf jeden Fall, jetzt sind wir runtergefallen, und Polizei hat es gestoppt. Wen? Vincent. Der macht doch auch Fragen. Stell auch Fragen rein. Wie soll ich, denkst du, ich kann alles selber oder was? Geh. Und Dings, dieser Bratan von Pipi Fein oder No Basic Shit, der hat Dings, der ist Österreicher und der sagt, Jungs, pass auf, also guckt mal, da oben hier fährst du rein auf diesen Glöckner, wer ist der? Großglöckner. Großglöckner, Alter. Glöckner oder Glockner?
Glöckner. Groß Glöckner. Berg, fährst hier rein, zahlst 40 Euro und dann kannst du da richtig lange hochfahren. Bestimmt 20, 30 Kilometer oder 10. Ey, Bro, das waren mehr. Mehr? Bei Gott, ich habe fast halben Tank verschossen da oben. Oh, ja, aber wegen Dings, wegen Berg war ich hoch runter. Ach, ja, egal, du fährst hier hoch und dann ist krass zu dieser Mankai, zu diesem Fett, zu dieser Stelle, wo wir uns getroffen haben. Wir haben uns dort gechillt mit Adrian, mit allen Jungs, Autos hingestellt, Bilder gemacht, war geil, gegessen, war wirklich geil. Aussicht, alles, wirklich Bombe. Und so Wörthersee-Feeling, aber auf dem Berg. Und mit wenig Autos, Tuning-Autos, aber nur Brigade dabei. So richtig, warte, saufen, ja, da saufen, klar. Egal. Egal. Also wir sind dann nochmal durchgefahren, jetzt ist abends schon, jetzt ist vorbei, jetzt wollten wir runterfahren ins Hotel, Autos abstellen und Diskotheke machen. Wir fahren gerade, fährt hier vor uns, ist Vincent gefahren und wer noch? Wo? Mit was fährt er? Die zwei gleichfarbigen. Mit großem Spoiler. Junge, Pipi fein. Pipi fein, fertig, ja. So. Mo, okay, diese krasse Porsche. Ja, Mo. Und Vincent sind hier gerade runtergefahren und Polizei ist gerade reingefahren. Die haben die gesehen, hinterher. Jetzt haben wir die angerufen, die sagen, wir müssen denen auf Revier folgen. Die auf Revier folgen. Also, die Polizei auf Revier folgen, oder? Sag mal. Oder folgen. Ja, irgendwie so. Oder nachfahren. Polizei nachfahren auf irgendeine Prüfstelle. Und wir sind, dann die Jungs haben das gesehen, haben gleich gesagt, rechts, rechts, rechts runter. Siehst du, da ist nochmal Skyline. Da kommt X3. X3 ruft auch her, sagt nicht, dass es beschlagnahmt ist. Ja, wir sind jetzt hier unten und entscheiden gerade, ob wir jetzt meine Frau anrufen, die holt X5. Ich fahre, hole Hänger und hole mein Auto ab und die anderen Jungs fahren mit und holen ihren Hängerautos und wir fahren dann mit Hänger von hier weg. Oder wir machen einen auf 50-50 Chance. Wir fahren einfach durch. Aber ich habe ja nicht EU-Kennzeichen, Alter. Eigentlich kann es mir egal sein, Alter. So viel. Da. Bro, versteck dich, Polizei ist da. Versteck dich schnell. Aber okay. Der rote Kennzeichen ist doch scheißegal. Probefahrt. Für welche? Alle, der soll mal durchfahren und gucken. Für welche Entscheidung wir uns jetzt entscheiden? Oder? Für welche Entscheidung entscheiden wir uns? Wir fahren jetzt nicht, weil die haben gerade den auf 0 Bar abgelassen oder ist das Static? Na, das ist Static. Ja, okay, gut, Alter, der ist aber wie 0 Bar. Wer? Vince. Haben schon Fotos geschickt. Nee, der hat gerade ein Foto geschickt. Was willst du da messen? Geil, Alter. Geil. Ruf an, Videoanruf. Sag hallo. Ja, zeig mal Bild, guck mal, die kontrollieren gerade. Zeig mal Bild. Egal, du machst es rein, Bro. So richtig professionell. Oha, guck mal, nicht, dass deine Frau schreibt da oben. Nicht, dass dir jemand da oben schreibt. Und jetzt machst du es nicht rein. Geil. Also, und wir entscheiden gerade, ob wir doch fahren auf eigene Achse oder die Hängerautos holen. Was sagt ihr dazu? Was sagst du dazu? Echter Rechner. Was sagst du dazu? Zu was? Hol mal hängen. Mo hat geschrieben, irgendwer hat uns verpetzt, dass wir Rennen fahren. Das sind wir doch gar nicht. Wir haben uns nicht einmal überholt. Wir sind in die Kolonne gefahren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Guck mal, Kost, du verstehst es noch nicht. Wir zwei sind auf Achse hier. Du bist mit Hänger da. Wir zwei sind gefickt. So oder so. Seika, kommst du? Sei. Danke. Dabei, danke. Aha, dabei schon. Oh, da für Sie. Ey, warte, Kost. Danke, hey, danke, Bruder, was kriegst du? Oha, tschüss, Österreicher sind voll spendabel, Alter, Bruder, guck, Coca-Cola, bleh. Danke. Okay. Nicht bei uns Schwaben, weißt du? Bei uns Schwaben, du musst, ich bin zurück, 1,22 Euro, Alter. Oha, Eis, kauf kein mehr Eis, Alter. Ich bin ein Eisfetischist, Bro. Ja, oha, mir Eis nicht zu kaufen, Alter. Ganze, dein Leben, aber du heute Durchfall bekommst. Aber du hast, aber der hat geredet, der ist rausgerannt. Komm, Alter. Ja, Scheiße. Jemand hat uns verführt. Ich habe geschrieben, ich sollte stehen lassen und Sparer holen. Ja? Der Meier hat geschrieben, ich sollte stehen lassen und Sparer holen. Ja, wann Sparer? Fahr da hoch rechts. Fahr hoch rechts. Ein bisschen habe ich das gefilmt, aber ich konnte nicht alles. Ja, komm. So. So. Nicht, dass wir, aber. In Österreich verstehen die ja keinen Spaß, diese Spasten. Warte. Oh, schön.
Bruder, bla, pass auf deine Lippe auf. Mach hinten runter, mach hinten runter. Bro, mach hinten runter. Der Rockmann ist ekelhaft. Ja, mach hinten runter. Mach, noch, mach. So ist gut. Fahr so jetzt hoch. Filmen. Der schönste hat 32 Jahre. Alle verstecken sich alle. Alle hätte ja keine Sperre, wäre nicht hochgekommen. Aber fahrt ein bisschen vor, Alter. Hey, der soll hier hin. Fahr vor, Bro, der sagt gar nichts, der Bauer. Fahr vor, Bro. Fahrt vor, alle, fahrt richtig vor, dass ihr da hinten verstecken könnt, alle. Toretto, klärt. Also, was habe ich gesagt, Jungs, da? Ich habe gesagt, Jungs, bevor ihr da, weil Strafe, alle, bei denen 1800 Euro, übel. Überlegt ihr mal, wenn das Auto nicht irgend. Jetzt habe ich euch denen gesagt, Jungs, versteckt lieber eure Autos, bis wir jetzt Hänger holen, von dem Platz hier runter. Weil wenn die kommen, die ficken. So. Matt, guck mal. Ich glaube, auf die andere Straßenseite, wenn du drüber fährst, dort besser das Auto zu stellen. Wegen? Aber eigentlich. Dort ist Parkplatz, ja? Ja, dort ist Parkplatz. Kevin, lass Autos dort auf der Seite parken. Normale Parkplätze, aber auch so. Aber wisst ihr wo? Nein, wisst ihr, wo ihr fahren könnt? Ihr könnt hier dann links, die stehen alle hinter diesem Gebäude. Ja, das ist sowieso zu. Gebäude. Ja, hinter das Gebäude. Fahrt alle hinter Gebäude. Hier rechts, guck mal da. Ja, da sind alle, stehen gerade alle. Kommt man von der Seite auch? Ja, nein, da ist scheiße. Fahr von dieser Seite, ist besser. Ja, alle. Abfuck, alle. Abi, Polizei. Abi, wir verstecken gerade. Wir verstecken übelst wie Fast and the Furious, Bro. Ja, komplett, Alter. Ja. Mach so, Film so, das ist wie so verstecken und so. Wie Hollywood, Alter. Guck mal, aber er muss keine Angst haben, glaube ich. Aber ich habe nichts eingetragen bisher. Ah, fährt der in Deutschland auch so rum? Nee, alles auf Trailer. Trailer? Nein! Oh, ah. Das Auto, Alter, ich schwöre dir. Gut, Alter. Aber deins, ja, ich schwöre dir, ich mag auch dein Auto ganz arg, Alter. Ihr habt keine Augen, weißt du, eure Crew hat, ich finde, jeder hat. Irgendwie haben alle so richtig geile Autos. So, weißt du, Autos anders geil. Und aber trotzdem, alle haben so, weißt du, so andere. Evo. Und dann, wo war diese mit Evo Silber? Aber Vince hat die Kennzeichen weg. Ja. Ach, Mermin. Ja. Der ist geil. Ehrlich. Wo war der? Heute? Ja. Der muss Schule machen. Nach Flugschein. Alter. Ah, ja, hab ich gesehen, ja. Der macht Pilot, ja. Also nicht für privat, sondern als Arbeit dann. Was macht der? Der will Pilot werden. Oh, der darf dann, krasser ich glaub, so Typ, Alter. Ich weiß sogar, also, Evo ist falsch dafür, da hätte er sich Chaser kaufen müssen. Heißluftballon für das. Alter, du hast jetzt G-Dings. Alter, richtig krass. Geil, Alter. Wie wir alle uns verstecken, gell? Ja. Geh, film, wie die alle sich versteckt haben. Ey. Boah, noch einer, der sich versteckt. Der soll sich verstecken. Na, scheiß auf den, der andere. Alle. Geh, film, wie alle versteckt haben. Richtig geil, Alter. Warte, ey, gib mal ein Mikrofon. Wir, Kevin soll selber erklären. Kevin, erklär Fast and the Furious, bleiben. So. Erklär die Geschichte. Was haben wir gemacht? Ja, nee, erklär, wie du versteckt hast. Wir erklären jetzt, wie alle versteckt haben. Wir haben so versteckt, pass auf. Komm, wir gehen kurz. Da hin. Wir haben jetzt Versteck für unsere Autos gefunden. Wie bei Grand Theft Auto, wenn du irgendeine Scheiße baust oder so. Jetzt werden die Autos erstmal hinten im Hinterhof umlackiert. Guck, komplett alle abgestellt. Bei irgendeinem Homie, der auf jeden Fall bestimmt auch gleich die Polizei anrufen wird und sagen wird, was passiert hier? Warum sind hier so viele Idioten gerade in meinem Hof? Ja, aber schon geil, oder? Richtig undercover. Soll ich hier Bilder machen? Ja, wenn du willst. Oh, das kommt schon. Wir haben alle Angst. Das kannst schon geil. Ja, aber ist voll heftig, Alter. Das kannst du nicht machen. Was? Ja, was die Polizei da abzieht. Ach so, ja. Das ist lächerlich.
vor allem hast du mal gesehen, wie die Motorradfahrer ballern. Das ist ja, die sind ja zehnmal schlimmer gefahren als wir. Und Fahrradfahrer auch schlimm. Ja, okay, Fahrradfahrer, auf die musst du halt aufpassen, ja. Aber die Motorradfahrer, hast du gesehen, wie die überholt haben? In Kurven sogar. Ja, ja. Wir sind jetzt eine Runde gelaufen. Ja. Hier steht auch nochmal ein Exot. 800.000 Euro einfach abgestellt in Ackerhalter. Passt auch. Und links. Oh, Kresta auch, guck hier. Kresst du, Alter. Ja, Versteck. Gut, gut. Wie Versteck. Ja, wir haben kurz Grand Theft Auto erklärt, wie man das macht, um die Sterne wieder runterzubekommen, weißt du? Ja, ja. Einfach Hinterhof Auto umlackieren und dann. Ich erkläre dir, wie das funktioniert mit den Sternen. Und da, zwar, mach du weiter. Guck mal, ganz kurz. Da gibt es nämlich eine App, die heißt GTA Cheats. Muss ich bei GTA 5, nämlich aktuell stehe. Und dann hier Verhandlungslevel. Ja, hier, genau. Verhandlungslevel senken, müssen RB, RB, B, RT, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und dann ist unten. Das Ganze fünfmal wiederholen und dann sind wir wieder auf Null. Also müssen wir jetzt 5 Stunden warten, weil der Cheat ist nämlich nur alle Stunde einlösbar. Junge, Robin. Ich habe das Ganze nämlich studiert. Gespielt, Alter. Aber ohne Witz, wir haben ein richtiges Problem, Alter, weil wir haben viel zu wenig Trailer und viel zu viele Autos und irgendwie ist keins legal nach österreichischer Norm. In Deutschland schon, hier nicht. Weil Österreich scheiße ist. So. Okay, wir sind jetzt einmal in der Runde gelaufen. Gut, ne? Guck mal, ich finde den Farbunterschied, super hier. Beschissen. Ein Bier. Dein Auto ist auch nicht so schön. Nicht so schön. Beschissen. Wir spielen gerade Spiel. Die jetzige Situation mit einem Adjektiv beschreiben. Scheißig. Ängstlich. Matt, die jetzige Situation mit einem Adjektiv beschreiben. Normal. Wer will weiter? Die jetzige Situation mit einem Adjektiv beschreiben. Ich sag Adjektiv. Scheiße. Mir ist egal. Okay. Guck mal, da kommen die Nächsten. Die gehören, glaube ich, alle gefühlt zu uns. Die müssen jetzt alle hierher kommen, ihre Autos aber verstecken. Wir müssen den jetzt und langsam, auf Polnisch erklären, Alter. Und langsam wird hier der Platz ein bisschen zu klein. Und ich glaube, es wird auch auffällig, wenn ihr. Ohne Witz, es wird auch, glaube ich. Also, es ist einfach wieder chaotisch. Ah, wie Trick. Oh, Junge, Alter. Die kratzen aber alle hier ganz krass am Limit, Alter. Ich sag's, wie es ist. Das jetzt ist gleich auf, pass auf, hör. Und? Oh, nicht? Krass. Ja, ich denke mal, wir machen erstmal jetzt eine Pause und melden uns dann wieder, wenn es neue Neuigkeiten gibt. Ich will in den Pool. So. Ah, wie Trick, Alter. Oh, Mann, nack, Mann. Hey. Was los? Hey, weißt du. Freund und Helfer. Haben wir schon gehört. Okay, Freund und Helfer ist da. Warten auf uns, Freund und Helfer. Ja, sicher. Die haben gesagt, es ist ein Auto. Hast du Geld dabei? Dann fahr rüber, Alter. Aber bei dir ist doch kein Problem, Otto. Ja? Ja? Du bist ja tatsächlich eigentlich weitestgehend legal, oder? Ja, sicher. Aber ich grüße euch. Du gehörst nicht, Alter. Das ist richtiger. Maschine, Alter. Aber du musst dein Auto nicht mal verstecken. Abi, Trick. Wir sind alle runtergefahren. Polen eigentlich verstehen nicht, was wir machen, weil Polen sowas nicht kennt. Weißt du, die Polen da drüben denken, was ist mit den Deutschen? Alter. Verstecken ihre Autos, Alter. Lass mal zu denen. Weißt du? Lass mal zu denen. Wen? Erklär den auf Russisch. Was die Situation ist. Ich probiere jetzt Englisch. Du wirst so scheitern, ich sag. Pan, I try Englisch. Polske people not understand what we make, Alter. Okay. Because in Poland, no problem with this, gell? Halbe zu halbe. Halbe.
Alle verstecken, alle haben alle Autos da oben versteckt. Ja, alle. Geil, Alter. Hier alle Polen kommen, verstehen gar nichts. Denken, was machen die alle? Was ist los mit euch? Ja, weiß das. Aber ey, bei euch, wenn ihr die euch stoppen, ist kein Problem, gell? Ja, jetzt? Ja. Keine Ahnung. Mit polnischen Kennzeichen, ich glaube nicht. Polnische ist kein Problem. Gell? Nichts. Die könnt eigentlich fahren. Das ist ein normales Auto. Fertig, Alter, ja. Die können eigentlich rüberfahren. Das ist auch Serienauto. Auch, ja. Nein. Vom Werk polnische Werk. OM Plus. Sag, es gibt auch im Werk, BMW-Werk gibt es auch in Polen. Ja. Weißt du, deswegen sagst du hier, in Polen wird im Werk so, bei BMW wird so gebaut. Also Polen verstehen uns nicht, sagen, Alter. Was ist bei euch los, Alter? Was macht ihr für Stress, Alter? Ah, wie Trick, Alter. Arthur würde sagen, Situation ist Situation. Situation. Situation gerät außer Kontrolle, Alter. Wäre Arthur dabei, wäre sowas nicht passiert. Ah? Okay, berichten. Also, wir berichten. Wir haben entschieden, das doch, andere. 50. Doch ein auf Rambo zu tun, Fast and the Furious, wie ein Diesel, Wolkenhammer. Wir fahren jetzt alle auf Achse nach Hause und ja, so sieht es ungefähr aus. Alter, das Auto, Jungs, ihr habt heute gemerkt, das Auto ist so chillig, weil zu fahren. Das kannst du voll ohne Probleme im Alltag fahren, Alter. Das Auto ist voll richtig geil, Alter, zu fahren. Ich bin auch vorhin geballert, das hatte doch Semislinks drauf, teures. Ich bin geballert, Alter, warm gemacht, ging schon, Alter. Luftfahrwerk ist schon ein bisschen hart und arbeitet nicht so, wie es sein sollte. Aber ich hab, wenn du runterlässt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe doch hier Gewindefahrwerk umgebaut auf Luft. Das heißt, die Dämpfer funktionieren, alles funktioniert gut. Ich habe einfach hochgelassen und dann ein bisschen Luft rausgelassen, dass es arbeitet, weißt du? Ja, aber okay, Alter. So, okay. Aber Kofferraum haben wir aufbekommen, wir haben wenig. Aber ich bin, stell dir vor, Bro, ich bin ohne Nummernschilder hergefahren. Schmal, Alter. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, die Autos von Vinzenz und von Mo stehen da, das Porsche. Der Porsche war nicht mehr normal. Weißt du, was die dem gesagt haben? Alles ist okay, du musst nur an der Räder drauf machen, weil die Räder zu weit rausstehen. Alter, der hat Spoiler, Alter. Größer wie Airbus-Blätter. Weißt du? Вот стоят, смотри. Вот. А, вон они. Да, да. Вот их не тачки стоят, видишь? Без номеров. Ну и вот сейчас такая вот движуха. Bein hier rein. Ja, was hast du denn vergessen? Nein, Tschüssing. Und den? Sitschka! Sitschka! Hey! Hey, Baby, Breaky, ты косичка, мини-юбка, кепка. Этот трек не для тверка, дай похрен, дискотека. Дискотека! Дискотека, дискотека, дискотека. Это дискотека века. Hey, диджей! Hey, битмейкер! Alles Bombe. Also, wie war dein Stuhlgang, Bruder, heute Nacht? Flüssig. Flüssig. Und wie war dein, wie geht es deinem Auto eigentlich? Sag mal, der ist so kurz und schnell und knapp. Schlecht, keine Kennzeichen mehr. Hänger kommt jetzt aufladen, dann nach Hause, Amanakim. Amanakim, Alter, so war das. Kurze Geschichte, aber Alter. Ja, wo kriegt ihr Kennzeichen zurück, oder? Ja, wird zu uns ins Zulassungsstelle geschickt. Und dann keine Ahnung, was passiert. Also, Strafe wird sicher kommen, ja. Okay, bleibt dran, Alter. Wir machen es spannend und zeigen euch später nicht, was passiert ist, Alter. Passiert nichts. Es wird spannend. Es wird spannend. Ja. Aber wir zeigen das euch nicht, gell? Weil wir vergessen das, gell? Nächstes Jahr melde ich einfach wieder an. Und dann ist gut, Alter. Du machst wieder legal TÜV und dann machst du wieder. Wie immer, Alter. Ich fahre ganz normal zum TÜV. Wann? Ich muss also machen. Wie mein Gesetz. Frag nie, ob eingetragen ist, frag nie, woher Kennzeichen kommen. Und wichtigste Gesetz. Ich war gestern leider, waren wir nicht bei der Party dabei. Ja.
und erzähl nie deinem besten Kumpel, wie gut die letzte Nacht Party war. Weil das, dann tut mein Herz weh. Ich tue Videos gar nicht angucken. Die haben Videos geschickt, ich habe sie gar nicht runtergeladen. Das darfst du nicht. Ja, war schlecht gestern. War schlecht, ja, du bist guter Mann, Alter. War noch keine Weiber da. Das ist das Problem, Alter. Auto weggenommen, keine Weiber da, Alter. Voll, alles, alles scheiße, Alter. Party Maker, hey, 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 Party Maker. So. Also, Jungs. Ich hoffe, wir konnten alles in dem Video euch rüberbringen, was wir eigentlich rüberbringen wollten, mit Worten. So mitnehmen, als ob ihr mit uns dabei wärt. Habt ihr das gefühlt? Wir haben ja auch posten auch viel in Instagram, in Story, geht rein. Deswegen an alle Bratani, wichtig, keep it straight, baut eure Karren, vergisst eure Brigade nicht mitzunehmen und lebt das Leben, als ob das eine, fick das Leben, als ob das eine Schlampe wäre. Okay, ciao, ciao.